Ein neuer Freund für Mascha. Über dem kleinen Haus am Bahnhof bricht friedlich ein neuer Tag an. Die Tiere im Garten lassen sich von nichts aus der Ruhe bringen, nicht mal von dem Zug, der direkt vor ihren Nasen vorbeirattert. Zufrieden fressen Hund und Ziege ihr Frühstück, während das Schwein ein Schlammbad nimmt. Alle Tiere sind glücklich, bis die kleine Mascha aus dem Haus stürmt. Komisch, hier ist ja gar keiner. Wo seid ihr denn alle? Die Tiere haben sich versteckt. Hinter dem Baum, in der Schlammpfütze und tief im feuchten Brunnenschacht. Denn eins wollen sie auf keinen Fall. Dass Mascha sie findet und mit ihnen spielt. Wo sind die bloß alle hin? Mascha ist traurig, weil sie so allein ist. Aber ein bunter Schmetterling bringt sie schnell auf andere Gedanken. Sie versucht ihn zu fangen und hüpft fröhlich hinter dem Schmetterling her durch ein Sonnenblumenfeld bis in den Wald. Tief im Wald wohnt der Bär. Auch er hält Tiere im Garten vor seiner Hütte. Bienen. Der Bär genießt es, ihnen bei der Arbeit zuzusehen und dazu ein Tässchen Tee zu trinken. Aber manchmal lässt er seine Bienen auch allein, um angeln zu gehen, so wie heute. Gut gelaunt schnappt er sich die Angelrute und trottet davon. Dass heute kein besonders guter Tag ist, um seine Hütte allein zu lassen, ahnt er nicht. Und auch nicht, dass ganz in der Nähe ein kleines Mädchen durch den Wald streift, das ziemlich viel Unsinn im Kopf hat. Den Schmetterling hat die kleine Mascha schon längst vergessen. Sie versucht jetzt Frösche zu fangen und Hasen und Eichhörnchen. Aber die Tiere wollen sich einfach nicht fangen lassen. Darum wendet sich Mascha etwas zu, das weniger Widerstand leistet. Sie klettert auf einen riesigen Apfelbaum und futtert sich durch die saftigen Früchte. Ach Mascha, muss es denn unbedingt der Apfel sein, der am höchsten hängt? Mascha stürzt ab und kullert direkt gegen die Bienenstöcke im Garten vom Bären. Die Bienen sind empört. Mami. Summend stürzen sich die Bienen auf Mascha und jagen sie quer durch den Garten. Schnell wie ein D-Zug flüchtet das Mädchen in die Hütte des Bären. Sieht aber schön aus. Während Mascha neugierig die Hütte durchsucht, kehrt der Bär vom Angeln zurück. Im Wald des Bären bricht der Frühling an. Der Schnee schmilzt, die Vögel singen und auch der Bär quält sich nach einem langen Schlaf nun endlich aus seinem Bett. Ein Blick aus dem Fenster verrät ihm, dass es höchste Zeit ist, das neue Jahr zu begrüßen. Die Schneeglöckchen stehen in voller Blüte und von der Blaumeise bis zum Eichhörnchen sind schon alle Tiere auf der Suche nach der großen Liebe. Der Bär beginnt das neue Jahr mit ein wenig Sport. Der lange Schlaf hat ihn ganz schön einrosten lassen. Da geht doch nichts über Gymnastikübungen. Vielleicht noch ein paar Klimmzüge und ein kleiner Dauerlauf. Am besten runter zum See, da kann man noch ein paar Runden schwimmen. Der Bär will gerade ins Wasser springen, als er mitten im See plötzlich eine wunderschöne Bärendame erblickt. Der Bär ist hingerissen. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick. Er taumelt zurück zu seiner Hütte und stürmt ins Badezimmer. Schließlich will er auf die Bärendame den allerbesten Eindruck machen. Er putzt sich die Zähne, kämmt sich das Fell, sprüht sich mit Parfüm ein und eilt mit einer Schachtel Pralinen und einem Blumenstrauß Richtung See.
Unterwegs läuft ihm ausgerechnet Mascha über den Weg. Sie zupft an einer Blume und fragt sich, warum der Bär an ihr vorbeirennt, ohne sie zu bemerken. Er liebt mich nicht. Wo geht er hin? Mit Schokolade und ganz allein? Guten Morgen, lieber Bär. Was ist das da an deiner Tatze? Ich schätze, das ist für mich, oder? Na gut, eine Praline kann ihr der Bär ja geben. Während Mascha sie isst, versucht der Bär davonzuschleichen. Aber so leicht ist Mascha nicht zufrieden. Schmeckt gut, aber nicht genug für mich. Mehr! 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 Mehr, mehr! Mehr, mehr, mehr! Mehr haben! Hopp! Diese Schokolade gehört mir! Den Kampf um die Pralinen hat der Bär verloren und auch der Blumenstrauß ist dabei kaputt gegangen. So hat er nur sich selbst, um die Bärendame am See zu beeindrucken. Und es gelingt ihm. Der Bär kann sie tatsächlich zu einem gemeinsamen Spaziergang im Wald überreden. Mascha entgeht natürlich nicht, dass sich der Bär plötzlich um jemand anderen als sie kümmert. Sie schleicht den beiden hinterher. Wer ist das denn? Bär?